Herzlich willkommen auf unserem Kanal Vagabunden, die Camper. Ich bin der Stefan, ich bin nicht die Sabine. Hallo. Heute mal in ganz ungewohnter Umgebung. <laughs> Ihr merkt schon, wir sitzen tatsächlich in unserer Küche, denn wir wollen jetzt langsam aber sicher unser Projekt autark werden starten. Ja. Der Hintergedanke dahinter ist, wir hatten ja früher unseren alten Tabat. viele von euch wissen das ja, der war von 2004. Und der hatte überhaupt gar keine Möglichkeit zum Beispiel ähm, Licht zu nutzen oder irgendwas anders zu nutzen, wenn man irgendwo stand. Das ging nur, wenn er an, über die Anhängerkupplung verbunden war, dann konnte man ihn zumindest über licht nutzen. Und äh, das hat uns damals nicht besonders gut gefallen, weil wir trinken gerne Kaffee, das weiß auch jeder. Wir hatten ja einen eigenen äh, Film tatsächlich auch über Kaffeemaschinen gemacht. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne unseren Wohnwagen... Zumindest dazu nutzen können, wenn wir irgendwo eine Autobahnraste oder auf dem Autobahnparkplatz stehen oder mal irgendwo zwischen übernachten. Ja, oder gegebenenfalls noch, wenn unser Platz noch nicht frei ist, wenn wir da auf für Wartewiese sind. Ja. Dass wir ihn im Endeffekt sagen wir so dann tatsächlich noch nutzen können. Wie gesagt, dass wir Kaffee kochen, Kaffee kochen können oder auch mal Fernsehen gucken können, abends oder sowas in der Art. Und darauf haben wir überlegt, was machen wir? Und dann haben wir hin und her überlegt, wir haben ja im Moment eine 150 ein paar Stunden äh, Batterie, mhm. die ist auch gut, aber ich sag mal, wenn man den Wohnwagen ein bisschen stehen lässt, wenn das alles über die Batterie läuft, dann merkt man, dass die relativ schnell an ihre Grenzen kommt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, dann stürzen wir uns nur einmal in Umkosten, besorgen uns eine, eine größere Batterie und äh, einen Wechselrichter und dann geht das los. Und vor haben wir jetzt im Endeffekt, äh, ich sag mal, drei verschiedene äh, Phasen. Die erste Phase ist, wir packen die 300-Ampere-Stunden-Batterie. Die haben wir uns jetzt diesmal von Lead Time geholt. Die hat gute Bewertungen im Internet bekommen und wir wollten gerne tatsächlich eine relativ große haben. Wir packen also erstmal die 300-Ampere-Stunden-Batterie in unseren Wohnwagen. Dann bauen wir einen Wechselrichter ein. Mhm. Mir graut es schon davor. Ich habe die Pakete, gerade als ich die auf diesen Tisch getan habe, graut es mir schon davor, weil die wiegen natürlich eine ganze Ecke was. <laughs> Und jeder, der unseren Kanal verfolgt, der weiß, dass wir mit Zuladung ein minimales Problem haben. Aber nichtsdestotrotz, das wird es wert sein. Und von dem Wechselrichter möchte ich dann gerne zwei Kabel ableiten und möchte gerne zwei 230-Volt-Steckdosen in unseren Wohnwagen machen, mhm. mit dem wir auf der einen Seite, also auf Sabines Seite im Wohnwagen, die Kaffeemaschine einstöpseln können. Und auf der anderen Seite zum Beispiel auch den Fernseher. Das wird Stufe 1 sein. Und da bin ich schon natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Ähm, wird ein paar Bauarbeiten geben. Ich baue ja nicht so wahnsinnig gerne. Jeder, der unseren Kanal verfolgt, auch da. Ich habe doch manchmal zwei linke Hände. Ich denke mal, ich werde mir da noch zwei ähm, gute Hände mit dazu holen, die mich dabei unterstützen können. Der nächste Schritt wird dann sein: ähm, Ich möchte gerne eine Außensteckdose haben, wo wir ein Solarpanel anschließen können mit einem Laderegler, damit wir dann tatsächlich immer mehr in Richtung Autarkie gehen und sagen können, okay, wenn wir irgendwo stehen, dann kann die. Ähm, Batterie tatsächlich über ähm, ein außenstehendes Solarpanel äh, aufgeladen werden. Mhm. Und der letzte Schritt, da wird es allerdings noch ein bisschen hindauern, ist dann tatsächlich der, dass wir gucken, wie sieht das aus, wie schwer sind die mittlerweile die Module, die man fest auf den Wohnwagen installieren kann mittlerweile, ähm, weil das wäre natürlich der optimale Fall. Wir machen unser Wohnwagendach, nutzen diese äh, nicht genutzte Fläche, mhm. machen im Endeffekt Solarmodule drauf und laden damit im Endeffekt die Batterie. Und das wäre so ähm, der letzte Schritt und dann sind wir tatsächlich äh, völlig autark. Ja, aber dann dürfen wir uns immer noch nicht auf die Plätze stellen. <lacht> <lacht> ja, Wohn Wohnmobilplätze. Das ja. ist tatsächlich der Fall. Also es gibt, es gibt ja nicht so viele Plätze, wo man sich mit dem Wohnwagen mal hinstellen kann. Mhm. Aber ein paar gibt es doch. Und wir möchten einfach, wie gesagt, diese so ein kleines bisschen autarker werden und dafür sagen wir so ist die ganze Geschichte gedacht und wir werden euch natürlich mitnehmen also wie gesagt noch mal ganz kurz erster Schritt Batterie einbauen Wechselrichter einbauen und ähm, dann vom Wechselrichter zwei Steckdosen und mit den beiden Steckdosen dann 230 Volt äh, Geräte nutzen das ist der Plan und äh, wir lassen uns schon sehr überraschen jetzt zeigen wir euch gleich erstmal einmal kurz die Batterie und zeigen euch auch einmal kurz den Wechselrichter Danach gehen wir mal zum Wohnwagen. Wir werden dann schon mal die Batterie einbauen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die, wie viel Platz die einnimmt. Das also gleiche sehen wir erstmal, wie groß ja. die ist, wie viel Platz die da an der Stelle einnimmt, wo sie hin soll. Und äh, auch der Wechselrichter, man muss ja mal gucken, wie groß das Teil dann am Ende, wenn wir ihn in den Wohnwagen haben. Also erstmal packen wir die Batterie rein und gucken, wie das mit dem Wechselrichter mhm. ist. Ich lade mir die App runter, zeige euch dann auch nochmal ein Bild davon, wie die App funktioniert. Und ähm, dann im Anschluss, sag ich mal so, ähm, wird das für diesen Teil voraussichtlich gewesen sein? Und im nächsten Teil geht es dann los, dass wir die ganzen Einbaumaßnahmen machen, dass wir die Steckdosen einbauen und was alles dazugehört? Ich bin gespannt. <lacht> ein <lacht> bisschen <lacht> Angst habe ich schon. <laughs> Sabine macht sich aufgrund meiner zwei linken Hände ein bisschen Sorgen. Deswegen an dieser Stelle schon mal die Bitte an euch. Wenn ihr diesen Teil seht, dann haben wir die Bauarbeiten voraussichtlich noch nicht begonnen. Also hm. sprich den Einbau der Steckdosen und was alles dazugehört. Deswegen an der Stelle schon mal, wir freuen uns über euer Schwarmwissen. Wenn ihr Tipps für uns habt, wenn ihr sagt, pass mal auf, achtet bitte mal darauf oder achtet darauf, haben wir schon mhm. gemacht. Äh, an der Stelle möchten wir euch darauf hinweisen, wichtig ist, dass ihr das und das macht oder wie auch immer, dann sind wir dankbar. Deswegen schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ja. Ne? Ich denke mal, das ist gut. Vor allen Dingen auch, weil ähm, die Batterie, die wir jetzt drin haben, die passt in der Batteriebox. Batteriebox, danke. <laughs> Diese natürlich nicht. Habt ihr Ideen oder habt ihr selber die. Ähm, Frage eigentlich auch schon gehabt. Wie befestigt man die oder sichert die? Ja, also ihr merkt schon, wir, wir, wie immer, die vagabunden die Camper, ihr kennt uns ja. Ne? Wir ähm, haben eine Idee und setzen die einfach mal um und im Nachhinein, Wir sind offen für alles. Vor allen im Nachhinein fangen wir dann an <laughs> auch Probleme zu lösen oder sowas. Also in dem Sinne, wie gesagt, gerne, schreibt sie in die Kommentare, da freuen wir uns drüber. Und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Rest unseres Videos. So schaut das aus. Also wir haben jetzt mal alles ausgepackt und. Äh, also das macht zumindest vom Äußeren her, macht das schon mal einen wertigen Eindruck. Das Ding hat hier Trageschlaufen, mit dem man die Batterie tatsächlich auch gut transportieren kann. Mhm. Finde ich gut. Wir hatten an unser Baby jetzt so Plastikgriffe und davon ist mir einer relativ schnell abgebrochen. Und ähm, das, ob das natürlich auf Dauer funktioniert, ich meine, man trägt es ja mal auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Also von der Seite aus gesehen rechne ich einfach Machst mal. Du das nicht? <laughs> nee, meistens <laughs> nicht. Also poltechnisch hat die hier, die hat Schrauben als Pole. Ähm, da würden viele sagen, ist super, weil man dann im Endeffekt immer so die ganzen Kontakte direkt festschrauben kann, was man bei den Klemmpolen, wie wir sie im Wohnwagen haben, natürlich nicht kann. Äh, dementsprechend werde ich im Wohnwagen auch da noch Veränderungen vornehmen müssen, weil die Klemmpole nämlich auf diese Schrauben nicht draufpassen. Die sind dafür im Endeffekt immer so von der Aufnahme her viel zu groß. Also da kommt tatsächlich noch ein bisschen an Arbeit auf uns zu. Äh, App-Steuerung hat die tatsächlich auch nicht. Ich habe gedacht, äh, die hätte App-Steuerung. Ich meine, ich will jetzt nicht lügen. Da steht drin, wenn die Batterie vollgeladen ist, wir müssen mal gucken. Aber ich habe keinen QR-Code gefunden. Also gehe ich mal davon aus, dass diese Variante keine App-Steuerung hat. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil das immer eine schöne Sache war bei der super B. Da hat man einfach mal in die App reingeguckt und wusste dann im Endeffekt tatsächlich, wie viel äh, Spannung da drauf ist. Aber nichtsdestotrotz, so von der Sache her, also erstens, Verpackung war super. ja Kann man nichts anderes sagen. Also da würde ich da die lead -Time tatsächlich empfehlen. Ähm, die ist relativ schnell installiert. Wir werden die dann, wie gesagt, noch einmal richtig vollladen. Und was den Wechselrichter betrifft. Ich mein, der ist auch der ist schwer, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber also früher hat man immer gesagt, äh, schwer ist auch gut. <laughs> das würde ich so nicht sagen wollen. Also wenn ihr mal guckt, da sind dann äh, sind zwei 230 Volt Anschlüsse sind da auf der Rückseite. Da ist dann auch äh, ich habe mal noch Zubehör dabei. Werdet ihr dann alles sehen, was einpacken, so eine Fernbedienung ist dabei, dann ähm, die nötigen Kabel plus und minus, die man da braucht, um das Ding mit der Batterie zu verbinden. Ich bin ähm, sehr gespannt, wie mhm. das Teil funktionieren wird und ähm, ich meine wir könnten das eigentlich können wir das tatsächlich mal noch mal einmal ausprobieren bevor wir den in den Wohnwagen packen einfach mal nur zu sehen und wie das Ding funktioniert also ihr werdet Live Zeuge sein wir schließen den Wechselrichter an die Batterie an und probieren hier schon mal die 230 Volt Anschlüsse aus weil mich interessiert nämlich tatsächlich äh, wie die ganze Geschichte aussieht noch bevor ich die in den Wohnwagen einbaue und dementsprechend äh, dann versuchen wir es einfach mal oder Okay. <laughs> Ein bisschen mehr Begeisterung. Wir machen das mal, hey, mal. ja. Warte, machen, warte, warte. Wir versuchen das jetzt nochmal, oder? Ja, Ja, machen wir. Ich. Sehr gut, genau so muss das sein. Also, damit geht es jetzt weiter. So, das Anschließen war auch mit zwei linken Händen nicht wirklich das Problem. Wie lange hat das gedauert? Nicht lang. Genau, ist nicht das. recht schnell, ja. Ich zeige euch das hier jetzt einmal. Also, man verbindet erst die beiden Kabel, also in Summe vier Kabel, mit den Batteriepolen. Und dann im Anschluss schließt man den Wechselrichter an. Auch das zeige ich euch ja jetzt. Das ist jeweils relativ einfach. Bei dem einen ist es mit dem 10er Mausschlüssel schnell erledigt und auf der anderen Seite ist es mit dem Kreuzschraubendreher. Dann ist der Wechselrichter angeschlossen. Der sollte zu dem Zeitpunkt optimal noch aus sein. Ich zeige euch mal, wenn man ihn dann einschaltet, geht das Display an. Zeige ich euch auch, wie das aussieht. Und er hat noch eine Fernbedienung. Die Fernbedienung ist im Endeffekt dafür da, wenn man den jetzt irgendwo unter die Sitzgarnitur eingebaut hat. Und äh, wenn man ihn nicht braucht, dann sollte man ihn ausschalten. Das kann man hier mit der Fernbedienung relativ einfach machen. Ist Fernbedienung? Fernbedienung, ja. So Fernbedienung? Ja, eine Kabelfernbedienung. Ja? Okay, Kabel Inverter Remote Control. Mhm. Ja, also ähm, ihr seht, ne, ich drück, man drückt drauf. Was soll ich da sagen, ne? Und dann drückt man und dann ist er wieder an. Hey, wir machen an und wir machen aus. Du bist manchmal richtig lustig. Und jetzt äh, mal der ultimative Test. Wir schließen mal einen Föhn an. Mein Föhn ist ja immer so eine Geschichte, ne? Und dann gucken wir mal. Wie der läuft. Also funktioniert einmal frei. Zieht auch ordentlich was. Ich sag mal, ich blende euch auch jetzt mal noch Bilder ein, wie der Föhn im Endeffekt, sagen mal so, Strom zieht, wie das aussieht. Und äh, dann ist der Teil erledigt. Dann fahren wir gleich zum Wohnwagen und dann gucken wir mal, ob die Batterie tatsächlich auch in den Wohnwagen passt. Aber bis jetzt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, also so von der Bauart her qualitativ gefällt mir das richtig gut und äh, jetzt mal gucken, wie die Batterie oben in den Wohnwagen passt, da sind wir schon sehr gespannt. Ja, <laughs> ich auch. So, jetzt sind wir im Wohnwagen und äh, haben mal eben gerade alles ausgemessen und festgestellt, dass das so wie wir uns das vorgestellt haben, nicht ganz so einfach ist. Das heißt, wir werden hier noch ein, zwei, drei Umbauarbeiten vornehmen müssen. Sabine, kann mal hier reinfilmen? Dann zeige ich euch das mal. Ihr seht, wir haben hier auf der Seite haben wir die alte Warmwasserheizung, den Heizkörper, und das heißt, wir haben hier nur einen sehr begrenzten Platz. Die ganze Batterie ist 53 cm breit. Heißt, die würde ich mit Ach und Krach würde ich die hier reinkriegen, aber dann hätte ich immer Sorge, dass die irgendwie da an den Heizkörper von der ALDE kommen würde. Und das fände ich ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also werden wir die Batterie der Länge nach einbauen. Die kommt also hier rein. Der Vorteil ist tatsächlich, wir haben hier vorne die Anschlüsse. Dann können wir da drüben den, direkt den Gleichrichter daneben bauen. Das passt, das sieht gut aus. Aber so wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, wir machen mal eben kurz die Batterie rein. Das funktioniert tatsächlich nicht, aber kein Problem. Ich meine, Herausforderungen sind dafür da, um gemeistert zu werden, oder? Ja, klar, aber da waren sie wieder, unsere drei Probleme. Passt <laughs> genau so ist das. Passt nicht, passt nicht. Ja, ich muss ehrlicherweise Nein, sagen. Ähm, ich habe mir das aber ehrlich gesagt schon gedacht, dass das sowieso so nicht reinpasst, sondern der Länge nach. Ja, ja also das beziehungsweise dann ja. Ich hatte ja. gehofft, dass wir, dass wir von der Innenkante vom Holz noch bis zum Heizkörper kommen. Jo! Das war nicht ganz so einfach auszumessen, tatsächlich. Ähm, weil an der Batterie sind, an der Seite sind ja noch die Griffe dran und deswegen ist das nicht ganz so leicht auszumessen gewesen. Aber nichtsdestotrotz der Länge nach passt sie da problemlos rein. Das ja. wird auch hinter super aussehen. Aber wir müssen für die Batterie noch so eine, so eine Art kleines Podest bauen. Und dann muss ich auch noch die entsprechende Befestigung äh, dafür organisieren, damit die Batterie, weil die wiegt ja ein bisschen was, damit die Batterie auch definitiv 100% perfekt da drin steht. Naja gut, also okay. wie gesagt, Herausforderungen sind dazu da, um sie zu lösen. Ja, vor allen Dingen, wir können sie ja lösen. Genau so ist das. Ja, yeah, machen wir. <laughs> so, das war der erste Teil unserer Reihe. Wir werden autark. Ja. Ihr habt gesehen, was wir uns geholt haben. Wir haben uns also von Litron die... Ähm, Lipo-Batterie geholt mit 300 Amperestunden. Die Batterie ist wirklich schön, also die gefällt mir richtig gut. Wir haben uns dann auch gleich noch da den Wechselrichter besorgt, mhm. weil wir tatsächlich, haben wir ja schon erklärt, gerne autark werden möchten. Der Anschluss, wie gesagt, den habt ihr ja gesehen, das ging zu das war wirklich super einfach. Aber wirklich schnell, ne? Ja. Also, das alles, gar kein Problem. Die einzige Problematik ist, ich habe hier ausgemessen, dass die Batterie da reinpasst, anhand der Maße von dem Produkt. Und dann festgestellt, dass durch den Heizkörper. Und die Griffe, die an der Batterie dran sind, ist mir ein bisschen zu gefährlich, ist die Batterie so rum einzubauen, wie jetzt die alte eingebaut ist. Und deswegen werden wir ein ganz kleines bisschen basteln müssen. Aber ich sag mal, das gehört ja beim, beim Campen dazu. Ne? Das ja. kennt man ja. Also in dem Sinne, wir sind schon sehr gespannt. Vielleicht habt ihr aber auch trotzdem noch Ideen. Vielleicht sagt ihr okay, wir haben sowas auch mal gemacht. Wir haben mhm. den und den Kniff. Oder macht da das und das. Oder achtet da drauf, weil sonst passiert das und das. Für solche Tipps sind wir natürlich auch mal dankbar. Aber im nächsten Teil werden wir euch dann zeigen, wie die Batterie eingebaut wird. Wir werden euch zeigen, wie die Kabel verlegt werden, wie die Steckdosen angeschlossen werden, wo die Fernbedienung hinkommt und so weiter, bis das perfekt eingebaut ist. Und dann freuen wir uns schon darauf, unseren ersten Kaffee irgendwo zu trinken, wo keine 230 Volt sind. Ja, völlig autark. Genau so ist das. Und äh, Sabine guckt immer ganz gerne. Ich verrate jetzt mal was ganz Geheimes. Sie guckt immer äh, vom Schlafen gehen auch sehr, sehr gerne Fernsehen. Und äh, auch den werden wir dann gucken. Aber wir haben keinen 12-Volt-Fernseher im Wohnwagen. Wir haben tatsächlich hier einen normalen 230-Volt-Fernseher. Und das werden wir tatsächlich ausprobieren. Da sind wir schon sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt geht es dann weiter. Außendose für Solarpanel und im dritten Schritt dann, äh, ich sag mal, wenn es möglich ist vom Gewicht und so weiter da oben. Aufs Dach die entsprechenden Paneele drauf zu machen. Auch da mm. jetzt schon mal an der Stelle, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr sagen könnt, welche Paneele eventuell vom Gewicht her am leichtesten sind ja, und wo die Effizienz schlecht. trotzdem noch stimmt, da werden wir uns für solche Tipps wir natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, wie immer, ne? also von der Seite aus gesehen, immer ran damit, auch wenn es um Laderegler geht, wenn ihr sagt, okay, ich kenne den perfekten Laderegler, um mit dem Solarpanel mm. laden zu können, dann freuen wir uns auch darüber. Und natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen hoch. Wie immer, ne? Also, das zeigt uns einfach, dass unsere Videos euch gefallen, dass wir weitermachen sollen. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn die Glocke läutet. Denn dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ich sage es gerne, wir haben äh, fast schon Ende Oktober, aber trotzdem geht campen, so oft das geht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt nochmal raus. Mhm. Wir überlegen tatsächlich nochmal im Dezember ähm, Richtung Dresden zu fahren. Würde uns tatsächlich freuen, wenn das klappen würde. Dann hoffentlich schon mit eingebauter neuer 300 Ampere-Stunden-Batterie und auch mit Wechselrichter. Ja. Ähm, weil das, eventuell machen wir dann nochmal einen kleinen Zwischenstopp, zwischen mal sehen. Aber das werden wir euch dann natürlich alles zeigen. Also innerhalb der nächsten Wochen kommen noch viele Videos. Ihr werdet noch sehen, noch ein, zwei, drei Tipps von Umak mhm. Und danach äh, gibt es noch, wie gesagt, ein, zwei, drei Produktvideos. Gibt es auch von dem, was wir uns gekauft haben im Laufe des Jahres. Und äh, ich denke mal auch nochmal so ein Jahreszusammensetz, wo wir euch nochmal zeigen, wo wir noch einmal unser Campingjahr mit euch Revue passieren lassen. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. In dem Sinne, ähm, campen Sie oft, das geht. Habt eine gute Zeit, bleibt uns bitte gewogen. Und vor allen Dingen gesund. Ja, bleibt vor allen Dingen gesund, genau. Das ist das Allerwichtigste. Und mit hustet überall. Passt gut auf euch auf. Mhm. Und wir freuen uns schon darauf, euch in unserem neuen Video begrüßen zu dürfen und sagen bis dahin erstmal ciao. Tschüss.